Herr Pastörs, Sie haben das Urteil aus Greifswald vernommen. Was sagen Sie erstmal dazu? Kurz und bündig, wir haben nicht so viel Sendezeit. Ja, ich mache es ganz kurz. Eine erneute Nötigung von Seiten des Innenministeriums, dass wir beim Verfassungsgericht erst uns Gehör verschaffen müssen, um ganz normale Rechte auch zu bekommen, die uns zustehen. Was ist denn das Ziel Ihres Besuches in der Erstaufnahmestelle Ost? Zunächst ist mal festzustellen, dass der Innenminister gegen geltendes Recht verstoßen hat, gegen Verfassungsrecht, und wir nunmehr in die Lage versetzt sind, uns persönlich vor Ort ein Bild von den Verhältnissen im Flüchtlingslager, im Aufnahmelager zu verschaffen. Das ist unser Recht, und Hintergrund ist, dass wir daraus dann ableiten, wie die Verhältnisse dort sind und welche politischen Forderungen wir daraus dann ableiten können als Fraktion. Ist das denn zwingend nötig? Man kann ja auch mit kleinen Anfragen, oder man sieht ja auch im Fernsehen, was so los ist in den Asylbewerberheimen. Warum sehen Sie das als zwingend notwendig? Weil das Vertrauen in die Landesregierung zutiefst erschüttert ist dadurch, dass wir in der Vergangenheit auch schon belogen worden sind von diesen Leuten. Wir haben es hier mit einer Art Parteiendiktatur zu tun, in dem die Opposition partiell ausgegrenzt wird und daran gehindert wird, wie dieses Beispiel beeindruckend wieder zeigt, sich persönlich ein Bild von den wirklichen Verhältnissen zu machen. Und das ist der Hintergrund, warum es für notwendig erachten, doch persönlich auch uns ein Bild von der Lage zu machen. Welche Vorschläge haben Sie denn, wenn Sie sich das Problem ansehen, dass so viele Flüchtlinge im Moment aus Kriegsgebieten und anderen Gebieten nach Europa kommen? Haben Sie eine Lösung? Die Lösung kann nur bedeuten, dass man trennt Wirtschaftsflüchtlinge von wirklichen Kriegsflüchtlingen und den Kriegsflüchtlingen dann hier eine befristete Aufnahme auch gewährt und nach Beendigung des Krieges dann diese Menschen wieder zurück in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, damit fertig zu werden. Allerdings nicht, ohne darauf hinzuweisen, wo die Ursachen dieser Konflikte liegen, die dann auf Kosten in erster Linie der europäischen Staaten ausgebadet werden müssen. Eine abschließende Frage jetzt. Haben Sie ja das Gericht und das Urteil des Gerichtes sehr lobend hervorgehoben. Ist das nicht eine Institution, die Sie eigentlich abschaffen möchten? Nein. Das Verfassungsgericht hat seine Funktion. Ein Verfassungsgericht ist notwendig. Wir sehen es ja hier wieder. Und das ist an sich auch, wenn Sie objektiv die politische Landschaft betrachten, die letzte Bastion der Demokratie, der Freiheit, weil die Parteien schon unisono erklären, dass sie auch notfalls gegen Verfassungsrecht verstoßen wollen. Wieder der Hinweis, das letzte Urteil ist ja nicht das einzige, was wir hier positiv beschieden bekommen haben vom Verfassungsgericht. Da gibt es davor auch noch einige, wo wir uns wehren mussten. Insofern ist es allerdings problematisch, dass die Richterschaft dort von Parteien ja mehr oder weniger hin expediert werden im Rahmen der Ernennung oder der Wahl zu Verfassungsrichtern. Von Parteien, es sind doch Parteileute, und das wollen wir doch korrigieren und da eine parteiunabhängige Instanz schaffen, langfristig, wo also die Richter nicht einer Partei angehören, das bisher der Fall ist. Gut, dann war es das schon. Danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.